Freunde, ich begrüße euch hier zurück bei Resident Evil auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir das Haus dann endlich mal verlassen. Okay, ich bin voll. Werde ich mich eben leer machen. Meine Pläne für die nächsten Folgen werden jetzt sein, hier dieses verlassene Häuschen mal zu untersuchen. Nicht untersuchen, aber einmal alles abzuchecken hier. Und dann wollen wir auch mal so schnell wie es geht hier wieder rauskommen. Denn wir müssen ja noch mal zurück ins Haus. Also jetzt nicht, aber irgendwann mal. Oder macht das Sinn? Macht das gerade Sinn, was ich mache? Nee, macht das nicht. Ich lasse das mal lieber hier. Denn so habe ich nämlich 4 Speicherslots mehr. Und vor allen Dingen, wir haben ja hier auch noch einige Sachen, die wir in die Truhe packen können. So, meinen Kanister habe ich auch wieder aufgefüllt. Den Inkuba-Speicher, also Farbband. Haben wir noch. Hier haben wir jetzt noch unser Heilspray oder Erste-Hilfe-Spray. Das packen wir natürlich auch noch weg. So, alles schön hier geordnet. Das Farbband packen wir da drunter. Was sagt meine Munition? Ja, sieht noch recht in Ordnung aus. Dann wollen wir noch mal gucken, was man jetzt hier alles in den nächsten Räumen alles entdecken kann. Was ich als erstes schon mal mache, ist die Truhe verschieben. Ah, ne, muss ich noch ein bisschen. Ich denke mal ein oder zwei Züge noch. Ne, einer reicht. So kann mir nämlich gleich nichts passieren. Ich bin safe. Und dann gucken wir hier mal auf der Karte, wo wir hier alle mal hin können. Hier haben wir schon mal die erste Tür. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht 001. Okay. Denke ich mal, dass das dann auch wieder ein anderer Schlüssel ist. Blaues Kraut nehmen wir auch mit. Können wir einmal alles mitnehmen, was wir hier finden. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr. Nee. Dann bringen wir das blaue Kraut noch eben schnell in die Truhe. Oder vermische ich das gleich schon mit den ganzen anderen? Ich pack's erstmal dann so weg. So. Dann können wir jetzt hier losmarschieren. Können uns die Gegend hier mal angucken. Ja, schade ist, dass wir Bob nicht mehr sehen. Da werden wir einen anderen Bob für bekommen. Und hier haben wir auch schon das erste unangenehme Ding. Warum bin ich denn jetzt schon sofort verletzt? Was will das Ding von mir? Ja, das Ding ist tot. Und ich bin vergiftet. Ja, nee, ist klar. Nehmen wir hier mal die Heilung eben. Ah, die wird mir jetzt nichts bringen. Ich werde mir mal eben hier diese Komplettheilung da organisieren. Oder macht das. Ich hole mir jetzt erstmal.
Und dann werden wir mal gucken, wann ich die dann wirklich brauche. Boah, wie ich die Musik hier im Speicherraum immer so entspannt finde. Ich denke mal, ja, das reicht auch. Soll ich das jetzt schon nehmen? Oder später erst? Ich weiß es nicht so genau, ne? Ich weiß zwar, was auf hat mir hier noch alles passiert. Aber ich weiß halt nicht, wie ich mit den Heilungen noch umgehen soll. Laut Truhe haben wir erstmal genügend. Aber es ist halt alles so ein bisschen, ja, eine Anzeige für einen Wettbewerb im Armdrücken. Der Sieger wird für einen Tag zum Boss der Polizei von Recon ernannt. Ja, warum auch nicht? Alle Minderjährigen einmal weggucken, ich zensiere das hier mal mit meinem Köpfchen. So. Ja, was haben wir denn hier alles noch so Schönes? Okay, hier haben wir solche komischen Lichter. Eine orange Öllampe, sie ist nicht angezündet. Dafür haben wir das Feuer dann, ne? Ein sonderbarer Schatten schwebt in orangenem Licht. Was könnte er bedeuten? Ja, das frage ich das Spiel ja. Orange. Ah, unten. Unten ist ein offenes Auge als Schatten. Brauche ich das? Stimmt, das brauche ich später ja noch. Ich schreibe mir das mal auf. Ich mache mal eben hier eine kleine Notiz noch dazu. Denn das brauche ich. Also einmal das Auge und Orange. Okay, das habe ich. Ein paar Billardkugeln. 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Ich schreibe mir da einmal alle Farben auf, plus die passende Zahl dazu. 2 blau, 3 ist rot, 4 lila, orange ist 5 und 6 ist grün. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber, boah, wie ich immer diese Aber hasse, ne? Oh, da ist noch was, Freunde. Ich glaube, wir bekommen da gleich noch Besuch. Aber hier haben wir auch noch eine Öllampe gehabt. Hier irgendwo war das doch. Da hinten war dann eine, genau. Zünden wir auch mal an. Und wir bekommen ein besonderer Schatten schwebt im rötlichen Licht. Das Auge hat jetzt aber keine hier, wie heißt das, Augen, ne, Wimpern, ne? Notiere ich mir mal. Einen Moment. Ist rot, ne? Ja, rötliches Licht, okay. Was könnte er bedeuten? Ja, ich weiß es, hoffe ich. Dann gucken wir mal unten weiter. Hier bekommen wir noch Munition. Ist auch nice. Ist sogar sehr nice. Erste-Hilfe-Kasten. Das prüfe ich schon mal. So. Da bekommen wir nämlich jetzt diese. Ah, okay.
Okay. Ich kenne das nämlich nur für diese Heilsprays dann. Dann nehme ich mir jetzt mal eben ein. Damit habe ich nämlich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mitgerechnet. Hier ist auch noch eine. Da ist noch was. Rotes Buch mitnehmen. Ja, wollen wir mal mitnehmen. Prüfe ich mal. Ein Buch mit rotem Einband. Ja, okay. Steht da was drin? Ja, ein Buch mit rotem Einband. Die Seiten sind alle leer. Achso, dann steht da nichts drin. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Für das leere Buch? Kommt aber noch. Dauert alles noch. Packe ich mir gleich mit in die Truhe. Hier verwenden wir das Feuer nochmal. Grün mit zwei Wimpern. So, nach dem Spiel kann ich auch perfekte Augen malen. So, dann. Ach genau, hier ist ja noch alles rot, weil wir hier noch überall Heilungen liegen haben. Oder ist hier noch irgendwie was? Nö, außer nur Fässer. Weinflaschen liegen verstreut herum. Sind alle leer. Jetzt haben wir hier noch ein Kraut. Und dann müsste jetzt hier alles grün sein. Jawohl. Dann haben wir den ersten Raum hier auch schon mal sauber. Dann bringen wir hier die ganzen Sachen einmal in die Truhe. So, da die Munition, die knallen wir da mal mit drauf. Die Heilung knallen wir hier mit hin. Das Buch packen wir auch erst mit nach oben. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal wieder auf den Weg. Wo müssen wir denn lang? Hier müssen wir lang. Da lang. So. Ihr fragt euch mit Sicherheit, warum ich hier drüber kletter. Das ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme. Warum werdet ihr später noch erfahren, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Also das war jetzt bezogen auf das Spiel, nicht auf meinen Kanal. Bei mir wird es nicht langweilig. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, in so einem Gang, okay. Was haben wir denn hier? Zeitungen liegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Okay, da ist dann das Gleiche. Hier hört sich das komisch an. Das sind Motten. Und ich mag keine Motten. Was haben wir hier? Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht Galerie. Okay, dann kommen wir da bis jetzt noch nicht rein. Hier haben wir 002. Und hier kommen wir rein. Wir probieren nochmal reinzugehen. Wir haben ja gerade ein Gespräch belauscht. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit.
Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry. I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Okay, mir geht das Haus auch auf die Nieren. Hier können wir aber schon das hier verschieben. Und das muss dahin. Und dann öffnet sich nämlich hier eine Luke. So, hier gibt es nichts Besonderes. Ach, komm, mach das. So. Gibt es hier irgendwie was Besonderes? Nee. Wo gibt es denn hier was? Da gibt es was. Bericht zu Pflanze 42. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nix auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Genau. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither sieht der Keller unter... Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir wissen diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen aus der Zwiebel hervor. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es an ihren Schlingen. Anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Na, hört sich schon grausam an, ne? Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand widmen die Schlingen sich um die Tür, um unmögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hat den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 1998, Henry Sarton. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, was mit dieser Pflanze ist. Hier haben wir jetzt noch einen Raum. Genau, das ist, glaube ich... Ja, ich glaube, das ist das Badezimmer. Ja, es ist das Badezimmer. Wasser leckt aus dem Behälter. Ja, kann gut sein, aber da blinkt noch was. Und wir haben den Residenzschlüssel. Ja, sicher wollen wir den mitnehmen. Ich prüfe den einmal.
Vielleicht steht da ja diese Zahlen drauf mit 001 oder Galerie. Wir haben ja den 001 Schlüssel. Das ist schon mal gut. Dann kommen wir nämlich in Raum 001. Liegt in der Badewanne noch was? Weil in dem Haus war ja in der. Oh. Da ist noch. Boah, was ist. Warum ist denn der so aggressiv? Den werde ich mal verbrennen. Damit der mir hier nicht mehr auf den Sack geht. So, dann haben wir den Raum auch schon mal fertig. Und wir hören angenehme Musik. Ach genau, hier waren wir schon mal. Hier haben wir die Karte. Jawohl. Jo, das läuft. Da sehe ich mich. Es ist ein Loch in der Wand. Okay, ich weiß auch, wofür das Loch ist, aber dazu später noch mehr. Aber irgendwie haben wir hier noch. Ne, jetzt haben wir hier alles. Hier war ja die Galerie. Genau. 001 haben wir ja hier hinten. Da schräg gegenüber von unserem Speicherraum. Da werde ich jetzt aber noch kurz hingehen und mich leer machen. Wir nehmen hier wieder den sicheren Weg. Als ich das vor kurzem erst durchgespielt habe, saß meine Partnerin neben mir und ich bin immer automatisch diesen komplizierten, also den einfachen Weg gegangen. Einmal über das Loch. Aber irgendwann habe ich dann auch mal realisiert, dass ich da extrem viel Schaden bekomme. Wenn ich da langlaufe. Ah, ich bin ja fast leer. Ich nehme aber mal das rote Buch schon mal mit. Denn das müssen wir nämlich gleich einsetzen. So. Na denn, nicht lang schnacken, machen. So, hier war ja 001. Genau. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen, ja, wollen wir. Ist alles nur unnötig Ballast. Meine Taschen sind voll genug. So. Oh. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gemütlich ist. Naja. Wir checken hier mal alles ab. Da liegt auch was. Selbstverteidigungswaffe. Nehmen wir mal mit. Selbstmordbrief. 22. Juni 1998, 9:30 Uhr. Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen aneinander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen, aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut, dass ich vieles unvollendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte versteh mich nicht, bitte versteh mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir.
Okay, im Badezimmer ist jetzt noch einer. Wir hatten ja gerade schon mal im Badezimmer. Ah, da blinkt noch was. Magazin. Magazin ist gut. Magazin ist immer gut. Apropos Magazin, ich muss mal hier ein bisschen was machen. So, 15 Schuss habe ich wieder. Was haben wir hier? Einen Liegestuhl. Nein. Und nochmal Magazin. Ah, noch besser. 30 Magazin. Ey, das irritiert mich hier gerade voll mit diesem Vogel, ne? Hier haben wir jetzt noch eine Tür. Da ist. Das ist voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen? Ja, wollen wir. Ja, ich sehe nicht sehr viel. Da ist etwas in der Badewanne. Nehme mit. Kontrollraumschlüssel nehmen wir auch mit. Und ja, okay. Mann, geh weg von mir. So, jetzt leg dich wieder hin. Hast doch schon Augenringe. Bist doch total müde. Den werde ich jetzt auch noch mal kurz verfeuern. So, dann haben wir das auch schon fertig. Ah, ich bin so stolz auf mich, dass ich das hier so alles recht gut schaffe. Habe ich ehrlich gesagt von mir nie erwartet. Denn eigentlich ist so. Wo ist der hin? Da ist er hin. Ach, der. Oh. Da lebt er doch wieder. Aha. Bumm. Bin schneller. Kannst mich nicht fangen. Oh. Ich schieße da mal noch drauf, denn ich habe. Oh, nee. Komm. Ich lasse den hier mal in mein Bild kommen. Aber von wo kommt denn der? Ach, da. Mann. Ist er jetzt weg? Nee. Ach, ich hole mir jetzt eben Kerosin und zünd den an. Kann ja nicht so schwer sein. Ist ja direkt das. Zimmer gegenüber. Auf jeden Fall war das nämlich jetzt gerade der, der sich erhangen hat. Wo ich mich gerade schon gewundert habe, so, wo ist der hin? Es ist noch etwa die Hälfte Kerosin da auffüllen. Ja, wollen wir. Deswegen bin ich ja hier. Dann würde ich sagen, verbrennen wir den jetzt nochmal. Dann haben wir hier erstmal so von dem neuen Haus oder fast von dem Häuschen, wo wir sind, ein bisschen abgehakt. Ich betone das extra so mit dem bisschen, denn wir haben da hinten in dem anderen Raum, nee, da. Haben wir ja noch die zwei Bücherregale auseinandergeschoben und da ging es ja noch nach unten. Das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich speichere das bis hierhin erst nochmal ab. Einfach nur für die Sicherheit. Und ich würde euch dann einfach wieder recht herzlich bei meiner nächsten Folge begrüßen wollen. Ja, achso, nee, ich brauche ja noch was. Und dann freue ich mich auch schon ehrlich gesagt auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr macht es auch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
Und bis zum nächsten Mal. Bei Resident Evil. Lass mir ein bisschen Liebe da. Wisst ihr ja schon. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.